Jo Leute, willkommen zurück zu Bound of Flames. Kommt jetzt anstelle von Contrast jeden Freitag um 20 Uhr und eventuell mal als Wunschvideo. Aber erst einmal regelmäßig jetzt freitags immer da Contrast ja jetzt abgeschlossen ist. Und natürlich kann sie reden. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Wir müssen über dein Verhalten im Kampf reden. Gehen wir. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Du bist die Tana, ne? Kannst du mir was von deinem Orden? Weißt du etwas von mir? Erzähl mir. Was kannst du mir über das Weltherz erzählen? Viele Ja. Leute in Vertil denken, dass das Weltherz nur ein Mythos ist. Aha. Weltherz Okay, nicht ist mir kennen. eigentlich vollkommen egal. Reden wir von was anderem. Gehen wir. So. Wir gehen mal nach Valvenor rein. Weil den Ritter haben wir kennengelernt. Kein schöner Ort, aber ausreichend. Boah, Scheint sieht gar nicht einigen so der schlecht aus. Auswandler nicht bekannt. Okay. Dieses Dorf hat schon bessere Tage gesehen. Vor dem Krieg war es für seine reichen Jäger bekannt, die herkamen, um das Ampelspiel des Sumpfes zu spielen. Das was für ein Spiel? Heute sind die einzigen Besucher nur Flüchtlinge, deren Anzahl zu groß für die Vorräte des Dorfes ist. Okay. Ein kleines Haus der Heilung bietet den Verletzten Unterstützung. Der Ritter Aha. hat Mirana sehr gerne, die Heilerin, die das Haus führt. Aha. Sieht die Söldnerin das Haus gegenüber? Es war einst eine Taverne, dient aber nun dem Verwalter als Residenz, dem Mann, der Okay. das Dorf leitet. Eine sehr große Taverne, bezogen auf die Größe des Dorfes. Vor dem Krieg muss es viele Besucher gegeben haben. Vermutlich, Mit ein ja. wenig Glück können wir in dieser Nacht in einem richtigen Bett schlafen. Warum sprichst du so komisch? Interessiert mich ein Scheißdreck. Wo kann ich den Verwalter finden? In der Taverne. Was will der Verwalter von mir? Das geht nur den Verwalter und mich was an. Kannst du mir etwas über dieses Dorf erzählen? Hat er gerade eben. Die Gesprächsoptionen, die sind hier super. Zack. So. Hallo. Kann nicht. Ja, die kann ich auch wieder genauso Holz. Nee, kann ich nicht. Wie holzzeichne eine Waffe eigentlich? Ach so. Weil das mache ich so selten im Kampf, dass ich eine Waffe holster. Das ist auch irgendwie das Lustige. Im Kampf geht das alles relativ intuitiv und wenn es dann nachher irgendwie darum geht, in aller Ruhe das zu machen, dann kriege ich das nicht hin. Dann verklicke ich mich tausendmal. Ich weiß auch nicht, wieso. So. Und die machen wir auch mal auf. Oh ja. Also die Hintergrundmusik ist nicht unbedingt so meins, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ich finde es so komisch. Wir gehen aber erstmal ein bisschen rum und sammeln ein bisschen an Gegenständen. Einen guten Tag wünsche ich. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Aha. Versuchst du mich übers Ohr zu hauen? Was versuchst du mir zu verkaufen? Versuche mich nicht übers Ohr zu hauen, sonst haue ich dir auf deine. Hahaha. Nein, keineswegs, niemals. Ich wollte dich Noch fragen. Fragen? Anstrengend, ein Flüchtling zu sein. Läuft es mit den Wachen gut? Genau, ich gehe. Okay. Da habe ich jetzt nichts gesehen, was mich wirklich interessiert. Demnach. Hi, Würfel. Nochmal, Sprengmeisterin. Hast du dich immer noch nicht selbst in die Luft gejagt? Nee, offensichtlich nicht.
Dieses Dorf ist ziemlich ruhig, was? Ich habe einfach ein paar Fragen an dich. Ruhig in der Gegend, was? Ja. Zu ruhig für meinen Geschmack. Aha. Meinst du wirklich, die Todwandler werden diesen Ort einfach vergessen, nur weil der Sumpf gefährlich ist? Hm. Nein, aber er wird sie verlangsamen und dann sehen wir sie vielleicht kommen. Du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass sie schon da sind. Hier liegt irgendetwas Übles in der Luft. Ja. Damit meine ich nicht den Gestank der Einheimischen. Okay. Für mich fühlt es sich so an, als ob uns die finsteren Fürsten des Eises beobachten. Und zwar genau in diesem Moment. Okay. Gut, mal gucken. Mal gucken, ob er recht hat. Wir gehen mal rein. Also wie gesagt, ich habe das Spiel halt schon gespielt. Aber ich weiß, dass die Leute es lieben, wenn ich spoiler. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Damit, damit ihr ein bisschen gepiesackt werdet. Ach ja. Ja, ich erinnere mich hier an den Moment. Das ist, glaube ich, eine Sidequest, ne? Wer bist du? Von den verdammten Söldnern, richtig? Verdammte Söldnerin, ja, stimmt genau. Weißt du, wie ich euch nenne? Hurenkling. Und ich habe keine Zeit für Huren. Aha. Wir sitzen alle in demselben Boot, Söldner oder nicht. Das solltest du aber, könnte gut für dich sein. Das klingt wie eine Nutte. Es klingt wie eine Nutte. Sorry, ist aber einfach so. Du kritisierst meine Moral, du Haufen Scheiße. Ah. Würdest du was gegen deinen schlechten Atem machen, ließen dich die Huren näher ran, weißt du? Nur ein Vorschlag. Verpiss dich, Hurenklinge. Das Gespräch haben wir, glaube ich, verkackt. Ja, ich glaube, das Gespräch haben wir verkackt. Wirklich? Lass mal sehen. Du pisst kein Blut, du kotzt keine Eingeweide aus, beide Beine, wo sie hingehören, und sie scheinen dich gerade zu halten. Gratuliere, siehst so aus, als schaffst du es. Geil! Nun entschuldige mich, aber ich muss noch weitere Wunder vollbringen und habe keine Zeit, mich um Leute in deinem Zustand zu kümmern. Sehe ich aus wie ein Flüchtling. Langsam, langsam. Ich gehöre zu den freien Klingen. Ich bin keiner der Flüchtlinge. Und wenn du der schwarze Sturm persönlich wärst, du stehst mir im Weg, ich habe Dinge zu erledigen. Okay. Wow. Meine Fresse, sind die alle freundlich. So, irgendwo höre ich hier was plingen. Okay, Moment, hier irgendwo. Zack. Ich weiß, dass mich das Plingen an einer Stelle hier wahnsinnig gemacht hat. Weil ich es nicht gefunden habe, wo die Kiste war. Ich glaube, es war aber in der Taverne. Ich weiß, das hat mich damals echt wahnsinnig gemacht. So, das ist der Schmied, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Einer dieser tölpelhaften Flüchtlinge. Hier gibt es nichts für dich. Wurde dein Kopf jemals mit einem Amboss verwechselt? Ich bin eine Söldnerin. Nenne mich noch einmal einen Tölpel und ich werde dein Gesicht als Amboss benutzen. lasst uns alle ruhig bleiben, ja? Bitte vergib mir meinen Irrtum. Bei all dieser Aufregung und den undankbaren Aufgaben, die mir bevorstehen, fallen mir oft die Details nicht auf. Also, was kann ich für dich tun? Ja, das ist eine gute Frage. Zeig mir deine Ware. Okay. Gold, so gewöhnlich zu bearbeiten, so wundervoll zu besitzen. Ja. Moment. Kaufen. Der Aufspießer. Schmerz. Und Eisengriff. Angriffsgeschwindigkeit einfach mal auf 0%. Dafür hat er aber eine sehr geile Störanfälligkeit.
Ich hätte gern schnell einen Hammer. Starker. Diese beiden Kreise da, die bedeuten im Übrigen nichts weiter als, dass ich da zwei Fähigkeiten drauf setzen kann. So, Störungswiderstand. Okay. 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 Ich hätte gerne eigentlich schon. Achso, die gibt nur einen dazu. Ja, aber die hat drei Slots. Das wäre halt auch cool. Wir schauen mal. Wir schauen mal später. Außerdem gab es, glaube ich, noch die Fähigkeit, hatte ich ja schon mal gezeigt, glaube ich sogar, dass man die Preise besser machen kann. Zack. So, looten. Okay, da geht's hoch. Dann wird's hier oben irgendwo sein. Nehme ich an. Kling. Kling. Elfenbeinschienen. Hui. So. Ja, nehmen wir trotzdem. Weil so viel Giftschaden habe ich bis jetzt auch, glaube ich, noch nicht bekommen. Hallo. Zack, erstmal eintreten. Rohmetall und Gold. Da hinten ist doch hundertprozentig auch noch was. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, auf und davon. Ab ins Rathaus. Die ehemalige Taverne. So. Hier haben wir eine Kiste. Der Betäuber. Okay. Der Sumpf ist unsere beste Verteidigung. Das macht das Wildleben keinen Unterschied zwischen den Todwandlern und den Dorfbewohnern. Aber die Situation hier in Valvenor wird zunehmend schwieriger. Okay. Und jede neue Flüchtlingswelle erhöht das Risiko, ungewünschte Aufmerksamkeit auf diesen Ort zu lenken. Aha. Einer der Späher der dunklen Fürsten das Dorf entdeckt, wird er von hier nicht entkommen, um zu berichten. Das kann ich dir versichern. Okay. Wir verstärken meine Männer eure Verteidigung. Verzeih mir aber, ihr habt ein paar erhebliche Schwachstellen, insbesondere um das Flüchtlingslager herum. Die Ankunft der Freien Klingen und der Roten Weisen hat unsere Überlebenschancen erheblich gesteigert. Hauptmann, glaube mir, dass ich zutiefst erfreut bin, euch hier zu haben. Aha, dann gib mal was zu trinken. Ich erwähne, dass deinen Männern und den Roten Weisen hier alles offen steht. Aber für alle anderen Neuankömmlinge bleiben die Tore geschlossen. Du musst verstehen, dass unsere Nahrungsvorräte genauso limitiert sind, wie unsere Fähigkeit, das Dorf zu verteidigen. Ich habe auch keine Felder oder so gesehen. Seit hatten wir nur eine Person, die sich unserer Wunden annehmen konnte. Und die Sache mit Prinz Arandil lag weit über ihren Fähigkeiten. Und dann ist da noch diese Bestiengeschichte. Bestimmt ein weiteres Märchen eines betrunkenen Spinners. Trotzdem sind einige Wächter verschwunden. Aha. Irgendetwas im Sumpf verursacht dieses Verschwinden. Wir können aber keine weiteren Männer auf Patrouille schicken und riskieren, dass sie auch verschwinden. Pech. Viele treffen auf Larven, die nicht zu bezwingen sind. Oh doch. Die anderen kommen einfach nicht zurück. Stille. Wenn ich jedem Gehör schenken würde, bräuchte ich das Zehnfache an Männern, um jedem Märchen nachzugehen. Genug. Du musst mir dabei helfen. Ich kann es nicht. Ein endloses Gejammer ist unerträglich. Im Namen von Vulkan? Nein. Was auch immer. Diese Welt ist verdammt. Die Kälte hat sie eingenommen. Ihre
stehen, steht ihr herum und zappelt wie Fische an Land. Aha. Krampfhaft versucht ihr die Illusion von Wärme und Leben zu erhalten und spürt euren letzten Atemzug nicht. Während ich euer Gejammer und Klagen ertragen muss. Vulkan, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es ist nicht sie, die spricht. Richtig. Nur. Aha. Mhm. Das Weltherz ist ein Mythos, ein vergessenes Märchen, genau wie Drachen und Zwerge. Ein Mythos. Versteckt euch weiter hinter euren kleinen Barrikaden und ihr seid selbst bald nur noch Mythen und Märchen. Tja, den Dämon haben wir ja schon kennengelernt. Ja. Was zur Hölle ist passiert? Eben habe ich noch dem Gequatsche vom Verwalter und dem Hauptmann zugehört. Und dann? Und dann hast du die Kontrolle verloren. Weiß nicht. Es ist, als hätte mich etwas in meinem Kopf hypnotisiert, damit es meine Stimme benutzen kann. Aber ich war noch da. Habe gedacht, was ich sagte. Okay. Das ist nicht das erste Mal, dass du fühltest, wie sich diese Präsenz manifestiert hat. Nein. Es ist seit dem Tempel da. Auch in meinen Träumen, glaube ich. Mhm. Interessant. Es scheint, als wäre dein Körper im Besitz einer anderen Wesenheit. Ja. Und es ist mit Sicherheit ein Feuergeist. Ja. Kein Scherz. Ich habe einen Dämon im Kopf. Sowas in der Art. In Wahrheit kann ich nicht sagen, was es ist. Noch nicht. Oh. Immerhin waren es du und deine Gefolgsleute, die das Ding freigelassen haben, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Hast du eine Ahnung von den Konsequenzen dieses Vorfalls? Nö. Jeder wird von mir Angst haben. Du hast... das heißt, dass du mich in Ruhe lassen solltest. Und auch, dass du mich besser nicht verärgerst. Auftraggeber oder nicht. Scheinbar hast du nicht verstanden. Das Ding in dir will dir nichts Gutes. Ich trau dir nicht. Ist nicht mein Körper, also von daher ist mir scheißegal. Bis er dich komplett ersetzt hat. Ha! Du glaubst, mir verlangt nach dem Körper einer Sterblichen? Ich bin hier gefangen. Mein Platz ist im Weltherz. Er wird nicht zögern, dich zu belügen und dir sagen, was du hören willst, damit du ihm erlaubst, dich einzunehmen. Ja, soll er machen. Ich habe nie nach diesem Käfig gefragt. Ich habe nie gewollt, jeden deiner Gedanken zu hören. Ich bin es, der überfallen wurde. Sehe ich genauso. Hör nicht hin. Verweigere dich ihm. Wenn du das nicht tust, wird er dich verschwinden. Ist mir egal. Ganz cool. Eins nach dem anderen, ja? Mhm. Ich gehe spazieren. Genau, wir gehen erstmal spazieren. So, ich habe ihn doch hier gesehen. Da. Ja. Durch erstaunliche und faszinierende Kräfte. Mhm. Der Ritter würde gerne zum Duell fordern, um diese Kräfte selbst zu beurteilen. Können wir machen. Warum nicht? Ich mag einen guten Kampf. Sicher, ich mag einen guten Kampf. Aber wir sollten besser nach draußen gehen, damit wir hier nichts kaputt machen. Der Ritter fühlt sich geehrt und verbeugt sich vor so viel Weisheit. Warte hier auf mich, Sibyl. Es dauert nicht lange. So, dann verprügeln wir mal einen Ritter, würde ich sagen. Dass ich die Söldnerin nicht zurückhält. Darauf kannst du dich verlassen. Moment, erstmal. Okay, der hat eine ziemlich große Reichweite. Und der war
echt knapp. Wow, und er macht echt Damage. War klar, dass du mit einem Angriff ankommst. Und... okay. Der Ritter hatte nie eine Gegnerin mit derartiger Macht. Er glaubt, dass dies das wichtige Element ist, um den Verlauf des Krieges umzukehren. Okay. Du hast aber auch einiges drauf. Wo hast du so kämpfen gelernt? Warum bleibst du hier? Ich muss gehen. Wo hast du so kämpfen gelernt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das in diesem Dorf gelernt hast. Der Ritter ist weit gereist und hat viele Kämpfe bestritten. Er ist erst seit kurzer Zeit in diesem Dorf. Aha. Warum bleibst du hier? In dieser Sümpfe, während du auf dem Schlachtfeld viel ausrichten könntest. Der Ritter hat viele große Kämpfe bestritten. Aber er glaubt, dass er nützlicher ist, wenn er die Wehrlosen beschützt. Ich muss gehen. Ich bin froh, dass wir unsere Kräfte messen konnten. Aha. Hat Spaß gemacht. Bevor die Söldnerin zu anderen Kämpfen stürmt, hat der Ritter eine Frage. Hau raus. Er würde gerne wissen, ob die freien Klingen seinen Beitritt erlauben. Ich kann den Hauptmann für dich fragen. Ich kann derartige Entscheidungen nicht treffen, aber ich kann den Hauptmann fragen. Aha. Er hat lange darüber nachgedacht und wünschte, dass es erlaubt wird. Großartig. Ich frage ihn, kann aber nichts versprechen. Sehr schön. Und einmal wieder rein. Wir holen uns nämlich eben Sibyl ab. Die müsste hier irgendwo rumstehen. Und wir haben im Übrigen eine neue Waffe bekommen. So, einmal das hier durchsuchen. Oh, Söldnerhelm. Sibyl, kannst du reden? Nee, ja. Gehe ich von aus. Ich brauche deine Hilfe. Kommst du mit? Wenn du willst? Ja, möchte ich. Eine Heilerin ist halt immer super. Finde ich. Ich sollte eventuell einmal... da bin ich. Den Söldnerhelm mitnehmen. Und jetzt ist so die Frage, nehmen wir den Betäuber? Also den Wächter nehmen wir auf gar keinen Fall. Ist zwar im Moment die stärkste Waffe... wobei, ich sag mal, der ist auch irre schnell. Im Moment ist das halt die stärkste Waffe, die wir haben. Das ist schon eigentlich ein Grund, den mitzunehmen. Einmal mit Reilmar sprechen. Okay. Ja. Aber eigentlich dachte ich an deine Verbindung zu den roten Weißen. Wenn du mit ihnen sprechen könntest, bin ich nicht für den Tod des Prinzen verantwortlich. Ich würde mich nicht unbedingt als ihr Freund bezeichnen, aber ja, ich kann's versuchen. Ja, das machen wir auch. Ich lasse dich allein. Gut. Dann würde ich sagen, weiter. Und wir quatschen mal mit Sylvan. Ne, das ist Eolas. Erstmal gehen wir hier hoch. Weil... ich glaube, das war damals die Kiste, die ich ewig nicht gefunden habe. Oder eine andere Kiste war es, die ich nicht gefunden habe. Ne, ich glaube, die ist hinterm Tresen oder sowas. So, jetzt noch irgendwo? Ist hier noch jemand? Wo ist denn der andere Typ? Ich soll mit dem auch noch quatschen. Wer ist das denn? Der Verwalter. Vulkan. Was führt dich her?
Sidequest. Der Hauptmann will, dass ich im Dorf helfe. Hast du Arbeit für mich? Bei unserer Knappheit an Nahrung und Kämpfern, schlechten Ausrüstung und dem Mangel an Arzneimitteln, kann ich nicht behaupten, wir würden keine Hilfe benötigen. Das stimmt. Leider sind das wohl nicht die Art Probleme, derer du dich annehmen würdest. Oder täusche ich mich? Vielleicht kann ich dich überraschen. Ja, genau. Wegen der Heilerin, weißt du was, dass die Wächter versagen? Deine Wächter, wie soll ich sagen? Zuerst dachte ich, sie würden Befehle missachten. Aber ich glaube, sie verstehen sie überhaupt nicht. Wenn man dumm und inkompetent ist, sollte man lieber Rüben sammeln, statt ein Dorf zu sichern. Ja. Du machst mir Angst. Ist es wirklich so schlimm? Nein, schlimmer. Du hast keine Ahnung. So wie sie ihre Waffen instand halten, kommen einem die Tränen. Sind höchstens zum Holzhacken gut. Ich bin nicht in der Lage, die Fähigkeiten unserer Wächter zu beurteilen. Aha. Aber ihre schlechten Resultate sprechen für sich. Mhm. Du solltest deine Beobachtung mit Mason teilen, dem Hauptmann der Wache. Aber ich sag dir gleich, dass er ziemlich dickköpfig ist. Nö. Kann ich die alle gleichzeitig nehmen? Mirana kommt nicht hinterher. Sie verbringt jede Minute damit, Vorräte an die Flüchtlinge zu verteilen und sieht nicht ein, dass sie nicht jedem helfen kann. Sie glaubt, sie kann mich täuschen. Gerüchte sagen, dass ihr Nahrungsvorrat zu Ende geht. Erwartungsgemäß. Ja, logisch. Sie gehen davon aus, dass die Vorräte weiter verteilt werden, als wären sie unerschöpflich. Aber dem ist nicht so. Und daher ist dies keine Option. Und? Willst du, dass sich jemand um sie kümmert? Ja, wir bringen sie um. Ich habe nie an derartiges gedacht. Ich wünschte nur, sie würde Einsicht zeigen. Zum Wohle aller. Okay, das heißt so ein bisschen pieksen. Ich bitte dich um nichts. Ich beantworte nur deine Fragen. Aha. Ich muss mehr über die Bestie erfahren, von der die Bewohner attackiert wurden. Aha. Da kann ich dir nicht helfen. Okay. So, diese sind die Flüchtlinge. Vielleicht so ist, da wir. Wir sprechen später. Mit anderen Worten, das alles sind dann nur Gerüchte. Und für Gerüchte habe ich keine Zeit. So. Gehen wir mal kurz hier hin. Und. Ah, Silbern steht direkt daneben. Können wir den Prinzen der Elfen erwecken? Ach, leider nein. Ich habe nahezu alles versucht, was ich weiß. Aber nichts hat geholfen. Okay. Du sagtest nahezu. Das heißt, es gibt noch einen Weg? Das stimmt. Es gibt eine Formel, die ich noch nicht probiert habe. Eine extrem starke Lösung, die eine bestimmte Zutat braucht. Eine okay. Zutat, die ich nicht habe. Was brauchst du? Ein sehr starkes Gift, das die Larvenkönigin produziert. Aber verwechsle sie nicht mit den normalen Viechern. Ich wollte mich selbst darum kümmern, aber die Dorfbewohner haben mich aufgehalten. Sie sagen, es sei sehr gefährlich. Das stimmt. Sie sollen scheinbar entlang der Straße zu finden sein, auf der wir hergekommen sind. Und offensichtlich kommen sie nur nachts heraus. Aha. Ich besorge dir was. Ich gehe jetzt. Okay. Ich kann die Zeit bestimmen, indem ich pennen gehe. Sammle die Zutaten bei Nacht. Wir gehen. Was machst du da? Dumme Kuh. Ich würde aber erstmal sagen, wir. Was? So, eine Sache möchte ich nämlich... Okay. Aha, aha. Muss ich es aufschreiben? Oder brauchst du nur einen Tritt? Verschwinde! Kannst du mal für 2 Sekunden dein Maul halten? Der schickt mich dir zu helfen. Aha. Schon genug zu tun habe?
Jetzt schickt er mir Hurenklingen von sonst wo. Hey, solange ich dich nicht bezahlen muss. Du brauchst Hilfe. Hau dich selbst um. Ich warne dich, es gibt viel zu tun. Komm zum Punkt, bevor ich eine Fackel in deinen Atem halte. Okay, bleib ruhig. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Also, du hast mit Tritten angefangen. Ja oder nein? Nee, du brauchst Hilfe. Für den Anfang kannst du eine meiner Patrouillen suchen, die verschwunden ist. Verschwunden. Zuerst dachte ich, dass diese Trottel irgendwo unter einem Baum pennen. Aber jetzt ist es schon einige Zeit her. Vielleicht ist was im Sumpf passiert. Das nehme ich an. Ich könnte zurückgehen und nachsehen. Was für ein Zufall. Das war genau das, worum ich dich bitten wollte. Ja. Danach, nun, ich vermute, dass ein Profi wie du den Waffen eine große Hilfe kann. Aha. Das ist kein Luxus. Hast du gesehen, womit wir kämpfen? Nun, wenn du mit deinem Quartiermeister sprechen könntest, damit er schaut, was er meinen Leuten geben kann, habt ihr meinen Segen. Okay. Die Heiligsprechung eines Betrunkenen. Es wird immer besser. Haha. Wovon all wir verdammten Söldner träumen. Gut, ich schau, was ich tun kann. Gut, wir leben vielleicht am Arsch von Bertil, aber bewaffnet wie ein Haufen Penner brauchen wir es nicht. Und wenn du schon mal dabei bist, wenn du zur Schmiede gehst, kannst du ein wenig Dampf ablassen und dich um meine Leute kümmern. Aha. Ihnen in den Hintern treten, damit sie nicht betrunken rumsitzen, statt auf Patrouille zu gehen. Und zeig ihnen ein paar Tricks. Ein wenig Übung schadet ihnen nicht. Okay. Vielleicht sollte ich damit anfangen, ich trete gerne in den Hintern. Deine Männer können nicht länger den Schwanz einziehen. Es wird Zeit, ihnen den Umgang mit Waffen beizubringen. Mach es dir selbst, Kaufklinge. Ich werde sie wachrütteln. Okay, auf geht's. Erstmal auf. Wow. Zack, 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 zack. So. Die anderen beiden dürften kein Problem sein. Aber. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Moment, sie heilt mich ja in der Zeit. Erstmal reintreten. Puck. So, alle erledigt. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich vermute, dass die Übung diesmal ein paar Spuren hinterlässt. Ja, ich glaube auch. Kannst du gleich weitermachen? Noch sind sie aufgewärmt. Ja, können wir machen. Warum nicht? Los. So. Wir sneaken erstmal. Und gehen dann nochmal auf den Waldläufer. Okay. Verwüsten. Ah, okay. Das heißt, ich muss den auch erst auf Stufe 3 ziehen. Okay, machen wir. Oh, Moment. Und. Was kann ich denn hier noch so Wunderbares machen? Heiler. Ganz ehrlich, da ist nichts von, was ich wirklich mitnehmen möchte im Moment. Gut, wir warten erstmal. So. Aber ich denke mal, das wird dann unser letzter Kampf für heute.
Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und erwischt. Zack, zack, zack. Okay. Also 3 gegen 1 ist eine dumme Idee, da noch großartig zu kämpfen. Sehr schön. Okay, mit dem als Gegner habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber... Moment. Ich will auch den eigentlich eher machen. Okay, die hauen mich weg. Ja, war klar. Ich hab's befürchtet. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ah, okay. Der speichert da automatisch. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verprügel die jetzt nochmal und farm ich dadurch eigentlich Erfahrung? Ich glaube ja. Ja, ich farm ein bisschen Erfahrung dadurch. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Bound by Flames. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Achso, da unten, richtig. Und ciao, ciao.